In einem früheren Video habe ich verschiedene Review-Typen vorgestellt. Heute wollen wir uns davon den Scoping Review näher anschauen. Scoping Reviews unterscheiden sich von systematischen Reviews insofern, als sie in der Fragestellung breiter, das heißt weniger spezifisch sind. Und man kann darin einen Überblick über die vorhandene Evidenz geben, ohne die Qualität der eingeschlossenen Studien zu berücksichtigen, die auch ganz unterschiedliche Studiendesigns umfassen können. Systematische Reviews untersuchen die Wirksamkeit oder Sicherheit einer Intervention. Diese Ergebnisse können zum Beispiel in Leitlinien einfließen. Scoping Reviews beschreiben eher, welche Informationen man findet und geben Hinweise für weitere Forschungsarbeiten. Ein Beispiel für einen Scoping Review ist zum Beispiel hier Visual Performance and Sports. Ihr seht, das ist sehr, sehr breit. Man will erstmal schauen, was gibt es überhaupt in dem Bereich. Hingegen ein Titel von einem systematischen Review kann sein Role of Frailty in Predicting Prognosis of Older Patients with Lung Cancer. Also sehr, sehr spezifisch. Gebrechlichkeit, ältere Patienten, Lungenkrebs. Einen systematischen Review wähle ich, wenn ich eine bestimmte Behandlung oder ein bestimmtes Outcome anschauen will. Es also um Machbarkeit oder um Wirksamkeit geht. Ich kann mir damit auch widersprüchliche Ergebnisse anschauen. Also wenn zum Beispiel manche Studien für und andere gegen die Wirksamkeit einer Intervention sprechen. Die Studiendesigns, die man untersucht, sind meist homogen, denn die Qualität der eingeschlossenen Studien muss beurteilt werden. Und das geht besser, wenn man das gleiche Studiendesign hat. Einen Scoping Review wähle ich, wenn ich mir einen Überblick über das Gebiet verschaffen will. Schauen will, welche Art von Evidenz es gibt und ich eine heterogene Studienlage erwarte oder in Kauf nehme. Ein Scoping Review kann auch eine Vorarbeit für einen systematischen Review sein. Ich kann damit auch Konzepte oder Wissenslücken aufzeigen. Wobei ich gelesen habe, dass Wissenslücken in einem Mapping Review aufgezeigt werden. Aber machen wir es nicht noch komplizierter. Hier habe ich außerdem einen Vergleich zum Vorgehen gefunden. Scoping Reviews haben manchmal, aber nicht immer ein Review-Protokoll. Sie können nicht in Postbüro registriert werden. Ein Risk of Bias Assessment muss nicht durchgeführt werden. Es findet keine Meta-Analyse statt. Einen Scoping Review kann man zum Beispiel beim Open Science Framework OSF registrieren oder in einem Repositorium wie Figshare oder Zenodo hinterlegen. Man muss aber nicht. Wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, fand ich nirgends klar beschrieben. Einen Systematic Review registriert man, wenn man das Protokoll geschrieben hat. Idealerweise bevor man anfängt, Studien ein- und auszuschließen und auf jeden Fall vor der Datenextraktion. Das Protokoll kann ich ebenfalls im OSF publizieren, aber auch in manchen Journals, zum Beispiel im BMJ Open oder Systematic Reviews. Man schreibt das Protokoll im Futur. Man schreibt also, was man vorhat. Das Protokoll schreibe ich, wenn ich festgelegt habe, wie ich vorgehen will. Und sicher vor der Datenextraktion. Ein Scoping Review kann ein iterativer Prozess sein. Es kann also beim Erstellen des Reviews noch Änderungen gegenüber dem Protokoll geben, die man dann im Artikel erklären muss. Ja, es braucht auch da mindestens zwei Reviewer. Meistens wird das nicht eure Professorin sein, denn die hat zu wenig Zeit dafür. Sucht euch also einen Kollegen und bietet ihm Co-Autorenschaft an. Oder ihr helft euch gleich gegenseitig bei euren Reviews. Es gibt verschiedene Tools, die einem beim Screenen helfen. Manche kosten etwas, andere sind gratis. Ich habe bisher nur mit Covidence gearbeitet. Andere Tools sind Rayon, Distiller SR oder Kadima. Ja, das Reporting erfolgt ebenfalls mit Prisma, wobei es eine Checkliste für Scoping Reviews gibt. Data Charting beschreibt die Prozesse der Datenextraktion, Analyse und Darstellung. Die Darstellung kann in Tabellenform oder mit Grafiken geschehen. Diese Analyse zeigt, dass von 293 gefundenen Scoping Reviews nur 35% eine Visualisierung der Daten enthielten. Dazu habe ich verschiedene Angaben gefunden. Andrew Booth, eine Koryphäe im Bereich Reviewtypen, der an der Uni Sheffield arbeitet,
hat den Scoping Review schon zu der Rapid Review Familie gezählt. In einem späteren Artikel dann aber zu der zweckspezifischen, also Purpose-Specific Review Familie. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen klären. Viel Erfolg beim Erstellen eures Reviews und vielen Dank fürs Zuschauen.